Heute darf ich hier im Trofeierker Stockschloss Herrn Desmond Doyle herzlich willkommen heißen zu unserem Interview der Woche. Es freut mich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Freut mich auch. Herr Doyle, es gibt ja einen Grund, warum wir uns heute treffen, und zwar ist das das Projekt Art of Reconciliation, bei welchem Sie als Initiator tätig sind. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen was über das Projekt. In 2011, da war eine große Debatte in unserer Region wegen dem Bau vom Schubhaus-Zentrum in Vordenberg. Ich bin ein gebürtiger Irländer, lebe seit ziemlich lang in Vordenberg. Und ich habe gemerkt, dass zum Beispiel auf der ganzen Welt gibt es Krisenherden, wo Menschen gezwungen sind, ihre Gegend zu verlassen, ihre Länder zu verlassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es leicht ist, für jemanden einfach alles sein Hab und Gut stehen zu lassen und in ein anderes Land zu gehen. Und darum, diese Idee, Hannes Misiton, der Mitinitiator und ich, sind nächtelang zusammengesessen und haben gedacht, was könnten wir machen, um diese Problematik ein bisschen in die Öffentlichkeit zu stellen. Und dann haben wir gedacht, ich bin selber Musiker, dass Künstler sind der Seismologen in der Gesellschaft. Ein Künstler spürt Änderungen lang vor der Normalmensch auf der Straße das spürt, weil es liegt in der Natur des Künstlers, dass man zum Beispiel sehr sensibel ist vor Bewegungen in der Gesellschaft. Unser erster Gedanke war, wir holen Künstler aus irgendwelchen Ländern her, die durch Krisengebiete gegangen sind, und wir bringen den in nach Vordenberg und laden wir die Leute ein, zuzuschauen, wie die über diese Problematik arbeiten und wie die miteinander umgehen. Der erste natürlich ein interessanter Platz war Nordirland, der über 400 Jahre einen Bürgerkrieg geführt hat zwischen den Protestanten und den Katholiken. Mhm. Wir haben eine ganz berühmte irische Gruppe, der Bogside Artists aus Derry, eingeladen. Und binnen 4 Tagen, meine Telefon läutet zu Hause und der Friedensnobelpreisträger John Hume sagt, er unterstützt uns als Patron dieser Organisation. Wir waren baff, dass der Nobelpreisträger binnen der kurzen Zeit auf uns aufmerksam geworden ist. Aber es ist besser gegangen. Ein paar Wochen später, er wollte kommen, die Künstler haben einen Monat lang gearbeitet in Vordenberg, haben ein riesen Bild gemacht auf einem Platz vor dem Rathaus 4. Und der, vor Radwerk 4. Mhm. Und wir haben jemanden berühmt gebraucht, das zum Enthüllen. Und sagen und schreiben ein paar Wochen später, die englische Königshaus kontaktiert uns, mhm, und der Duchess und Duke of Montrose, er war zu der Zeit der Sprecher vom englischen Oberhaus, der House of Lords, die sind auf ihre eigenen Kosten angereist und haben uns das Bild enthüllt. Dann haben wir gewusst, diese Sachen hat irgendwie Hand und Füße, mhm, und die Leute waren begeistert von den Erzählungen und die Bevölkerung in der Region zuerst waren ganz interessiert, sind viele Leute gekommen, das anzuschauen, und dort ist Art of Reconciliation entstanden. Wir haben gewusst, mit Künstler und Nobelpreisträger kommt man irgendwie zur Öffentlichkeit, wo die Themen in den Mittelpunkt gestellt werden. Das ist unser Ziel, diese Sachen darzustellen, diese Gräueltaten, die in Ländern passiert sind, von den Nobelpreisträgern in den Mittelpunkt zu stellen, gemeinsam mit Künstlern aus diesen Ländern der Bevölkerung hautnah beizubringen. Wir haben ja jetzt viel über Nobelpreisträger gesprochen. Ein Highlight dann jetzt im September, Lima Bowie kommt zu Besuch, Nobelpreisträgerin. Wie kam es eigentlich zu dem Kontakt zu Lima Bowie? Ein Jahr später, 2012, haben wir mit Dalai Lama, Mohammed Yunus und Rigoberto Menchú gearbeitet in der europäischen Kulturhauptstadt in Maribor. Und im Laufe dieser Arbeit in Maribor mit dem Nobelpreisträger, wir haben auch wieder so ein Riesenbild entstehen lassen von der Bauxite Artists, und der Dalai Lama hat das enthüllt mit den anderen Nobelpreisträgern, und dann haben wir einer unserer Mitarbeiter jetzt kennengelernt, der war zu der Zeit zuständig für den Kontakt zu den Nobelpreisträgern, und sie ist jetzt bei uns beschäftigt und sie hat uns den Kontakt zu Lima Gebhoy hergestellt, und wir haben Frau Lima Gebhoy, eine der absolut mutigsten Persönlichkeiten auf dieser Erde zurzeit. Wenn man ihre Geschichte kennt und was sie alles erreicht hat in Liberia, dann wird man das sehen. Wir haben sie dann eingeladen und sie kommt am 21. September und macht eine große Rede in der Pfarrkirche in Donnewitz. Und da freuen Sie sich schon bestimmt drauf. Natürlich. Wir freuen uns wirklich, weil die Frau hat wirklich einmal, sie ist für mich eine der mutigsten Personen, die auf diesem Planet lebt zurzeit. Sehr schön. Heute befinden wir uns ja im Trofeiercher Stockschloss. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was über die Geschichte erzählen und über die heutige Nutzung. Das Stockschloss Trofeierk ist gebaut geworden, glaube ich, im 11. Jahrhundert und hat eine sehr bewegte Geschichte. Ich muss mir ehrlich sagen, ich habe mich nicht so viel beschäftigt mit der ganzen Vergangenheit des Schlosses, weil so ein altes Gebäude kann
hunderte Bücher schreiben, aber in der letzten Vergangenheit des Schlosses kann ich da wirklich was erzählen. Das war einmal eine Hauswirtschaftsschule, die vor drei Jahren zugesperrt war, weil da kein Bedarf dafür war. Und wir haben mit Art of Reconciliation vieles vor. Wir wollten einmal im Kunstbereich was tun, mit Konzerten, mit Ausstellungen, mit diesen Nobelpreisträgergeschichten, mit Jugendarbeit, mit Jugendcamps, mit eigenem Seminarprogramm. Und natürlich haben wir gebraucht ein eigenes Gebäude. Und dann, wie der Faust aufs Auge, ist uns dieses Gebäude näher gebracht geworden. Und wir haben uns derweil auf ein Stockwerk jetzt uns eingemietet, haben wir das schon hergerichtet. Und wir machen dort Konzerte, Ausstellungen. Wir haben unsere Büros hier, weil wir haben viele andere Projekte in Gang. Und jetzt überlegen wir, den nächsten Stock auszubauen. Und wir sind sehr dankbar zu den Besitzern des Schlosses, Franz Mayer Mellenhof, und auch zu der Bevölkerung aus der Region, dass die uns wirklich sehr viel großes Interesse zeigen in unsere Projekte. Und das ist ein Weg, unsere kleine Gegend wirklich international in den Mittelpunkt zu stellen. Und es geht um das, warum wir sind eine kleine Region, aber da gibt es andere kleine Regionen, die auch weltbekannt geworden sind. Und ich will nicht sagen, das ist nicht unser Ziel, nur wir haben gemerkt, dass dieses Projekt Art of Reconciliation absolut einen, in der jetzigen Zeit sehr wichtig ist. Auf der ganzen Welt brödelt das, von Afghanistan bis zu Russland, bis zu der Ukraine. Die verrückten Islamisten bauen sich aus in der arabischen Welt. Und auf der ganzen Welt, zwischen Japan und Korea und zwischen China und Thailand und Vietnam, wir stehen wirklich auf einem Pulverfass. Und ich glaube, irgendwer, diese Sachen kehrt in den Mittelpunkt. Gräueltaten, man braucht keine Versöhnung, wenn nichts Großes passiert, keine Gräueltaten passieren. Und ich glaube, es ist besser zu versuchen, Gräueltaten zu verhindern, als nachhinein darüber zu reden. Und Art of Reconciliation sieht sich auch in diesem Weg, dass wir sagen, bitte mahnende Finger, sei nicht mahnend, aber bitte little, zieht die Bremse nochmal an, weil ein Krieg ist leicht zu anfangen, aber sehr schwer zu stoppen. Und inzwischen sind Geschichten dann und Generationen vom Hass, Neid, Missgunst, Missvertrauen. Und es ist besser, die Dinge zu stoppen vor den Staaten, als nachhinein drüber zu reden. Natürlich möchten wir auch die Gelegenheit nutzen, um Sie persönlich etwas besser kennenzulernen. Wo tanken Sie jetzt eigentlich Ihre Kraft und Ihre Motivation, um ein solches, ich nenne es jetzt mal Friedensprojekt, zu betreuen? In die Einsamkeit. Ja? Ja. Ich bin verheiratet hier, meine Kinder sind groß und ausgezogen, meine Frau und ich wohnen zusammen und ich verbringe sehr viel Zeit, obwohl es mir nicht zum Beispiel ausschaut, ich verbringe sehr viel Zeit in den Bergen und sehr viel Zeit in die Einsamkeit. Ich gehe gerne stundenlang wandern, Radl fahren und dann man merkt zum Beispiel, wie wenig man braucht, um glücklich zu sein. Wie wenig man braucht, um anerkannt zu sein. Die Dinge, die wir in der Gesellschaft sehen, sind ganz wichtig, sind teilweise nicht wichtig. Wichtig ist zum Beispiel die innere Ruhe, die innere Frieden und Ideen, nur einen Anstoß zu geben. Und dann, die dazukommen, schieben die Idee weiter. Und eines zum Beispiel, allein kann nichts ändern. Nur viele Leute zusammen können viel bewegen. Und wir merken das schon, ich merke es in meinem eigenen Leben und ich merke es in dem Leben von vielen meiner Freunde, ist eine Bewusstseinsänderung da. Die Dinge, die vorher wichtig waren, sind nicht mehr so wichtig. Ich glaube, wichtig für uns alle ist ein kleines bisschen Erfolg im finanziellen und im wirtschaftlichen Weg. Aber nicht immer vom Wachstum, vom 20% reden und solcher Blödsinn, weil irgendwann einmal Wachstum führt zum Besten in das ganze System. Und was dich selber wünscht, die anderen wünschen. Das heißt Frieden, Gesundheit, Glück und eine Portion Unterstützung. Und ich glaube, mit den Dingen findet man in die Einsamkeit und in dem Bewusstsein, wie verletzbar die Menschen sind und wie änderbar das Leben ist und wie schnell das Leben sich ganz anders ausschauen kann. Und einfach jeden Tag mit ein bisschen Glück und ein bisschen Seligkeit und mit dem Lachen ins Gesicht in der Welt hineinschauen, nicht mit der langen. Mhm. Und da haben wir so viele Leute, die haben vergessen, wie das Lachen geht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt, weil Sie gesagt haben, Sie sind gern Sie suchen die Kraft in der Einsamkeit und Sie gehen gern wandern. Gibt es einen besonderen Ort oder Platz oder irgendeine Wanderroute, die Sie gern besuchen? Schauen wir unsere Region an. Es ist überall wunderschöne Plätze. Für mich ist Edelweißboden in der Nähe. Für mich sind Kraftplätze. Mhm. Da gibt es mehrere solche Kraftplätze in unserer Region. Und jeder hat das vor der Haustür. Der Berg schaut ganz anders aus von oben. Und wenn man in der Lage ist, hinaufzuklettern, sollte man hinaufgehen. Weil dann hat man einen weiten Blick über was passiert. Und wir leben in einer gesegneten Region, kulturell, wirtschaftlich, naturell und alles. Wir leben in einer gesegneten Region. Und die Leute sollen merken,
was die vor der Haustür, wo wir leben. Ich sage immer, paradiesische Zustände. Und eins zu ändern gibt es nichts. Die Änderung soll sein, ein bisschen mehr einladend sein und uns selber ein bisschen aus uns rausgehen und nicht so mit uns selber so viel beschäftigen die ganze Zeit. Woher kommt eigentlich Ihr Engagement für den Frieden? Woher kommt dieser Drang? Ich habe selber viel, ich habe in Nordirland eine Zeit lang gelebt und ich habe nicht riesen Kriegsauseinandersetzungen erlebt, aber trotzdem Bombenanschläge und Leute gekannt, die verletzt waren durch Bombenanschläge und erschossen waren in Nordirland, in Belfast. Und diese Angst, die mitgetragen wird, man, stell dir mal vor Minuten in der Schuhe einen Vater oder eine Mutter aus Gaza oder aus Tel Aviv, wo Raketen hin und her geschossen wird. Die Leute tragen diese Dinge nicht. Das sind Dinge, diesen Hass tragen nicht alle Menschen mit. Nur, wenn du jetzt zum Beispiel bereit bist, das zu tun, und wir sind so abgebrüht geworden, dass wir das nicht merken, wenn es deine Kinder sind oder wenn es dein Leben ist und deine Liebe, deine Leute, die du liebst dort, schaut die Welt ganz anders aus. Vor 5 oder 6 Jahren habe ich ganz was Komisches und Trauriges erlebt. Der Bundesheer hat hier in der Nähe riesen Panzer in einen Berg hineingeschossen. Da sind hunderte Leute gekommen. Ja, hier in der Nähe von unserer Region. Warum haben Sie das gemacht? Wir haben Gewehre aus Übungen. Okay. Leute sind hingepilgert zum Schauen, diese Panzer, diese großen Granaten in den Berg. Und ich habe gedacht, stell dir vor, du huckst in ein Dorf und die Dinge schießen auf dich. Ich glaube, die Welt hat ganz große Probleme zurzeit. Und es kehrt Bewegung, Richtung Änderung in die eigene Bewusstsein und Richtung Frieden. Und es kehrt wirklich gesagt, kämpfe tut keiner für mich. Ich kämpfe nicht gegen die Ukraine oder für Amerika oder irgend. Man muss sagen, ich mag gegen keinen Mensch kämpfen. Und ich glaube, wenn genug von uns das sagen, die müssen die Politiker und die Kriegsherren und die Kriegsbetreiber das hören. Wer kann das steuern? Muss man so selbst unsere Gedanken ein bisschen ändern und sagen, ich will Frieden. Und wenn hunderte Millionen von uns sagen, wir wollen Frieden, dann passiert was. Nur wir wollen durch Propaganda und durch Neid, Hass und Missgunst von den Medien jeden Tag konfrontiert und dann die Leute können nicht unterscheiden zwischen Realität und irgendeinem Computerspiel. Weg vom Computer, ein in den Berg, das Wesentliche im Leben wieder kennenlernen, den eigenen Körper, den eigenen Geist spüren und dann, glaube ich, passiert viel Änderung. Zu guter Letzt möchte ich Sie noch bitten, mir den Kanal 3 Fragebogen zu vervollständigen. Ein schöner Morgen beginnt für mich mit? Ein lachendes Gesicht. Von wem? Von meinem eigenen, erstens. Und das von meiner Frau zweitens, auch wenn ich rausgehe bei dir, versuche ich wirklich alle Leute entgegen zu begrüßen. Und teile schon bei der Auto, wo ich fahre oft mit dem Radl daher und grüße die Leute an. Und jetzt inzwischen merkt jeder, da kommt der Verrückte und grüßt. Aber du merkst zum Beispiel, bei meisten kommt das gut an. Das macht mich glücklich? Was macht mich glücklich? Teilweise einsam zu sein, aber nicht allein. Mein Lebensmotto ist? Es gibt keine Fremde, nur Freunde, die man noch nie kennengelernt haben. Und das wünsche ich mir für die Zukunft. Frieden. Für alle. Für mich auch persönlich, aber für alle. Und mehr geht nicht. Mit Frieden da ist, die anderen Dinge kommen von selber. Es muss das Bewusstsein da für Frieden und selber einfach diese Wünsche in sich tragen. Keine zu verletzen, keine zu beleidigen. Das beginnt mit kleinen Dingen. Frieden ist nicht nur der große Dinge. Beginnt mit der kleinen Begegnung. Herr Doyle, ich sage vielen lieben Dank für das wirklich interessante und aufschlussreiche Interview. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute mit Ihrem Projekt Art of Reconciliation und ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder mal sehen. Dankeschön. Darf ich kurz ein letztes Wort? Ja, gern. Art of Reconciliation bin nicht ich, ich bin nur ein Teil davon. Wir sind mehrere Leute, die gemeinsam arbeiten, weil für mich ist es ganz wichtig, zu der Bedanken der Leute, die in den Hintergrund stehen und die ganzen Dinge mitbewegen. Es ist ganz wichtig, dass man diese Leute nicht vergessen. Wir haben ein ganz gutes Team, der Hannes Misiton und ich. Und ich mag meinen Teammitglieder oder unsere Teammitglieder auch wirklich herzlich bedanken, weil ohne denen geht gar nichts. Ich glaube, das ist jetzt ein schönes Abschlusswort. Danke. Danke auch. Dankeschön.